Willkommen Modellbahnfreunde, willkommen zum zweiten Teil meiner Anlagenvorstellung von der Messe Faszination Modellbau Friedrichshafen 2023 und heute zeige ich euch das Projekt WÜP, Wechnitztal Überwaldbahnprojekt in der Spurgröße H0. Ja, der Projektname der Kollegen ist etwas sperrig aus meiner Sicht und leider gibt es im Internet, wenn man WÜP eingibt oder WÜP Modellbahn, nicht viel zu recherchieren. Die Daten, die ich euch mit an die Hand gebe, die habe ich von der Messe-Webseite Faszination Modellbau. Dort gibt es einige Angaben. Es gibt auch einen MIBA-Bericht, der sich im Speziellen der auf der Webseite der Faszination Modellbau zu finden ist und sich im Speziellen um den Anlagenteil der Hessischen Hölzerwerke dreht. Die Überschrift des Artikels ist Holzprodukte aus dem Odenwald und dieser ist mit dem Teil 10 benannt, auf Holz geklopft. Der Teil 10 ist ein Teil einer 12-teiligen MIBA-Serie, die MIBA mal veröffentlicht hat zu ihrem 75-jährigen Jubiläum. So zumindest ist es auf der Website geschrieben. Ich habe die Berichte ehrlicherweise leider nicht gesehen. Die Anlage ist es auf alle Fälle wert. Also wer da mal Interesse hat, um nach meinem Video vielleicht auch noch auf den MIBA-Seiten zu stöbern. Ich denke, da gibt es noch die ein oder andere wirklich tolle Szene, die auch fotografisch ins Bild gesetzt worden ist. Und nicht nur bewegte Bilder, sondern auch schöne Fotos eventuell dazu entstanden sind. Jetzt möchte ich euch noch die Angaben von der Website Faszination Modellbau zitieren, die zur Spur H0 Anlage WÜP Wechnitztal Überwaldbahnprojekt angegeben sind. Das WÜP ist ein Zusammenschluss verschiedener Modellbahner aus dem Großraum Frankfurt, Mannheim, Heidelberg, die die entsprechende Bahnstrecke von Weinheim in den Odenwald in wesentlichen Punkten nachgebaut haben. Die charakteristischen Betriebsstellen wie Bahnhöfe, Kunstbauten und andere markante Punkte wurden nach Originalunterlagen im Wesentlichen authentisch nachgebaut und werden in ihrer geografischen Reihung erstmals in einem öffentlichen Publikum zugänglich gemacht. Dabei teilt sich die Strecke vorbildgerecht im Bahnhof Mörlenbach in die zwei benannten Äste. Der Bau und die Idee dazu wurden im Jahr 2023 in der führenden Fachzeitschrift MIBA anlässlich deren 75-jährigen Jubiläum in 12 Folgen vorgestellt. Auf der Faszination Modellbau in Friedrichshafen können nun alle diese Nachbauten in einem wahrlich großen Anlagenarrangement live bewundert werden. Die Gruppe um Horst Meyer und Bernhard Brieger lässt dabei die bezeichnendsten Zuggarnituren auch im Modell fahren. Erleben Sie unter anderem knatternde Schienenbusse, den Zirkuszug des Zirkus Sarasani, Holzzüge für die Hölzerwerke Coronet oder die Schrottzüge aus Fürth und bestaunen Sie die realistisch umgesetzte Umgebung. Als abschließende Ergänzung, die Anlage hat eine Größe von 37 x 7 Meter, was schon recht ordentlich ist und warum wir hier auf eine Videozeit von 20 Minuten kommen, obwohl wir die Anlage abschreiten. Man könnte da, glaube ich, noch viel länger Zeit verbringen, um die Details zu sehen, aber ich glaube, das würde den Rahmen des Videos sprengen. Thank you.
Bevor ich euch nun mit den Bildern zur Anlage alleine lasse, da ich denke, dass die Bilder auch ein Stück weit für sich sprechen und ihr das genießen sollt, möchte ich aber trotzdem noch mal eingangs erwähnen, wie ihr jetzt auch wieder seht, ich laufe hier und dadurch geriet die eine oder andere Aufnahme natürlich etwas in Unschärfe. Das ist nun mal bei Bewegung so. Oder wie ihr jetzt das etwas lautere Gerede im Hintergrund hört. Ich habe während der Besucherzeit gefilmt und das bedeutet, dass man da auch etwas flexibel sein muss. Rechts und links von mir sind natürlich andere Zuschauer, die ich euch nicht zeige, was ich auch nicht möchte, aber der ein oder andere hat unter dem letzten Video geschrieben, es sei doch eine gewisse Unschärfe da. Ja, das passiert dadurch, wenn man sich bewegt. Ich glaube aber auch, dass der ein oder andere noch nicht ganz herausgefunden hat, wie man die Bildqualität nach oben setzt, denn meine Gimbal-Kamera, mit der ich hier filme, hat das Ganze in 4K festgehalten und versucht es doch einfach mal, wenn ihr das Gefühl habt, es gibt eine gewisse Unschärfe, die Bildqualität auf 4K nach oben zu setzen. Ich denke, das wird in den meisten Fällen schon helfen, um dort eine bessere Qualität zu haben. Ich habe versucht, meine Hand ruhig zu halten, was tatsächlich eine etwas Geduldsprobe ist. Ich habe bewusst kein Stativ verwendet, da ich das ehrlicherweise unhöflich finde, wenn man solche Leute auf großen Ausstellungen, allgemein nicht nur auf großen Ausstellungen sieht, die dann die Anlage während der Ausstellungszeit blockieren. Diese Leute haben nicht ganz verstanden, dass Besucher dafür Geld bezahlen, um diese Anlage zu sehen, und ich finde es einfach unhöflich, muss ich ehrlicherweise sagen, wenn du dich dort mit einem Stativ hinstellst und Beleuchtung um, da weiß ich nicht, ein Drittel der Anlage oder wie viel auch immer, auf alle Fälle immer ein paar Meter zu blockieren, wo andere dann nicht schauen können, nur dass man egoistisch dort filmt. Da sage ich dann allen, das können sie mit den Modellbahnvereinen ja immer gerne separat ausmachen. Aber deswegen hat es bei mir durchaus bewegte Bilder, weil ich die Anlage abschreite. Ja, es ist etwas unprofessionell, aber ich denke, es gibt trotzdem einen tollen Einblick in diese tolle Anlage. Zu Hause kann ich wieder mit Stativen operieren, aber auf so einer Ausstellung nehme ich euch einfach spontan mit und habe auch spontan die Kamera drauf gehalten, und deswegen sind das hier keine Profibilder, wobei ich sowieso keine Profibilder generiere, aber die Aufnahmen sind dadurch nun halt einfach etwas verwackelt. So, genügend mit dem nicht rechtfertigen, aber erklärenden Teil dazu, weil das eben beim letzten Mal etwas geschrieben worden ist, damit das vielleicht auch jeder nachvollziehen kann, wie sowas abläuft und dass das nicht immer ganz so einfach ist. Eben, man möchte ja auch keine Leute zeigen. Jetzt viel Spaß mit den bewegten Bildern und ich hoffe, ihr bleibt der Modellbahn gewogen, ihr bleibt mir gewogen, und trotz dem kleinen Gewackel, was ihr jetzt hier habt, habt ihr Freude an dieser wunderschönen Anlage, die es wirklich wert war, euch mit der Kamera festzuhalten. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Durchzuzahlen. Kein Signal in Waldmichelbach. Die wurden 1952 abgebaut. Aber vorne auf Zuruf. Ich
schick dich mal nach Gleis dahin. Da kannst du dann erstmal schnell Gleis dahin. Das ist mit der Ohren. Fährst du mal nach Gleis. Genau. Ja. Hm.